Hey, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Crush for the Ficket hinein und ich begrüße euch herzlich zurück zu Let's Play Pokémon Xenoverse. Oh mein Gott, was ging nur in den letzten beiden Parts so alles ab? Wir sind ins Xenoverse eingedrungen und sind dort auch gegen den Herrscher des Xenoverse angetreten. Und oh Mann, war das ein heftiger Kampf dagegen. Am Ende konnten wir es bezwingen mit den Opfern von Trey. Es sah so aus, als hätten wir noch gemeinsam mit ihm dagegen gekämpft, aber nein. Er hat die Bombe, die in ihn eingepflanzt ist, genutzt, um sich selbst zu sprengen, um ja, das Vieh zu erledigen. Und hat uns vorher noch ins Tor gestoßen, welches uns zur Erde zurückgeführt hat. Tja, und dabei, und Virgil, oder besser gesagt Silver, unser Vater, welcher auch unter den Einfluss des Herrscher des Xenoverse Tragedis, glaube ich, hieß er, ne? Stand. Er ist dazwischen zusammengebrochen und jetzt wollen wir mal sehen, ob sie ihn. Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir bereits einen Zeitsprung von 3 Monaten gemacht. Wollen wir mal gucken. Ja, wenn ich die Mutter so betrachte, das muss doch. Ja, das muss sie sein, aber eindeutig. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob es ihm jetzt wieder besser geht. Wollen wir mal sehen. Oh, let's get over here. Ah, da ist er. It's been a while since that whole bad story, huh? It's all my fault if I risk so much. Dear, not this again. Feeling guilty isn't going to help at all. We perfectly know how your intentions were, far from being that. Well, I've forgiven you already, you know. Sie haben ihn also vergeben? Oh, Clover. Na gut. Ich weiß nicht, wie weit Vergebung da hineingepasst hätte, weil ich kann ja schon seine Intentionen an sich verstehen, aber er ist fast schon zu weit gegangen. Pff, ja. Na gut. Oh yeah, Alice, I just sent this letter for you. I don't know what's written in it, but given the sender, I'm guessing it's something important. Here, take it. Ein Einladungsbrief? Hm. What are you waiting for? Come on, read it. You who are reading this letter have been appointed as the rightful chosen one, whose duty will be to keep intact the balance between the sword and the otter. From up above, it came to us the duty to test your skills for one last time, to state once and for all whether you're worthy of facing the ultimate trial of Earth. You are therefore formally invited to join us in the highest peaks of Mount Zodiac, an immaculate land subject to nothing but the sacred Luxfront's limitless power. We'll patiently wait for your arrival, the 4 Cardinals. Oha. Oh, that's really an invitation in great style. The 4 Cardinals themselves are asking your presence. That's amazing, Alice. What? You don't know how to reach Mount Zodiac? If my memory serves, you should be able to get there by crossing Route 11 south of Vega City. It's going to be a long journey, so make sure you have everything you need before venturing on the road. Speaking of that, I want to give you this much out. Come on, take it. A Meisterball! Als ob! That's a Masterball, the ultimate Pokeball that will catch any Pokemon without fail. I'm sure you will find a worthy opponent on your way. Will only be able to catch with that. Be careful though. If you throw it on Pokemon come from the Xenoverse, you will waste the incredible potential of that device. So please choose carefully your target before using the Master Ball. Okay, bei Xenoverse Pokémon wirkt das nicht. Immer noch nicht. Warte, Valere, Alice. Ist bestimmt italienisch.
Ja, natürlich kann Mutter uns nach wie vor immer noch aufpeppen. Tja. Die Four Cardinals. Ich glaube, das ist also eine andere Art der Top 4. Wir dürfen also schon gegen sie antreten. Jederzeit. Puh. Weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Tja. Dann wollen wir uns mal aufbegeben, würde ich sagen, ne? Ich glaube, erst wenn wir dann die, fand mich gerade. Ich wüsste so gerne, ob beim Shailion-Tempel noch was wäre. Da zieht es mich jetzt irgendwie hin. Weil vielleicht kann ich da jetzt was machen. Naja. Schade, dass ich nicht zum Shailion-Tempel selbst hinfliegen kann. Aber ich glaube, das meiste Postgame kann ich erst machen, wenn ich die Top 4 bezwungen habe, beziehungsweise die 4 Cardinals. So. Steig aufs Board, damit es schneller geht. So. Ja, hier kann ich das wohl Gras nicht mehr vermeiden. Na gut, dann muss ich halt wieder auf Schutz setzen. Ich hoffe, ich habe dann vorher noch die Chance einzukaufen, bevor ich dorthin komme. Ah, shit, falsche Richtung. Komplett falsch. Komplett falsch hier. Ah, das ist auch so ein Labyrinth zum Shailion-Tempel. Da geht's auch nicht hin. Ich werde es vorher noch überprüfen. Ich glaube, da ist nichts mehr, oder? Na gut, ich glaube, das können wir lassen. Ich weiß auch nicht, ich wollte halt mal was überprüfen. Dann wahrscheinlich erst, nachdem ich die Top 4 bezwungen habe hier. Es gibt immer noch sehr viel Postgame-Content zum Nachholen. So. Vega City, wo sind wir denn? Da. Dann flieg los! Oh. Okay, würde gerade sagen. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Ja, 138.000. Muss mal beim Pokémon-Markt überprüfen, ob es irgendwas, naja. Vielleicht gibt es vorher noch beim Mond, wo mal hin? Zum Monsterbus, das war das hier, ne? Oder? Ja, doch, hier. Hier muss es sein. Okay, dann muss ich von hier aus weiter surfen. Okay.
Ja, weil dort war an der Stelle ja ein paar Team Dimension Rüpel. Welche den Weg blockiert haben, weil sie sich dort. Ja, jetzt sind sie weg. Sie waren ja vorher auf einer Gummimatratze. Sich dort entspannt. Oder so gut, wie sich ein Roboter halt entspannen kann. Okay. Weitere Trainerkämpfchen. Ich bin durch die durchgeglitscht, was zum Teufel? The sea once cast its spell hold us in its net of wonder forever. Wie einfach da durchgeglitscht bin, was zum Teufel. Okay. Endlich mal wieder Trainerkämpfe hier. Als ob, bitte sag mir nicht, dass es wieder bei mir so broken sein wird. Oh nein, das fängt ja wieder gut an. Warum Aquaknarre nur? Ah, ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Diesen Scheiß. Da wird's bei mir wieder broken. Da darf ich wieder nicht angreifen oder was? Es hört nicht auf. Es hört. Ich muss da leider Gottes einen fucking Hyperheiler einsetzen in Zukunft oder was? Mein Kopf, das ist doch lächerlich! Wie die Verwirrung so broken ist bei mir! Entweder wirkt sie gar nicht beim Gegner so richtig, also ihr wisst schon, dass sie sich erstmal dagegen durchsetzt, oder. Oder sie bleibt die ganze Zeit überwirksam. Bis zum Ende. Mehrere Male hintereinander. I wanna make the sea so wonderful. Ich finde das so beschissen immer. I'm waiting for a big wave to come. Let's have a Pokémon battle in the meantime. Come on! Dann komm mal her, Bursche. Artillerie. So. Wenigstens darfst du jetzt mal zur Abwechslung anfangen. Ja, schön. Das. Oh nein, sag mir nicht, dass es Abgangsbund ist. Nein, danke. Krebotak. Dass es nicht schneller ist, weil das kann riskant sein. Wegen seines Geistertypen. Und hat ein normales Krebskor auch noch. Als ob. Lächerlich. Got it, the perfect wave won't come to me. I need to look for it. Ja, so sieht's aus, so. Wo lang jetzt? Da geht's auch noch lang. Oh, TM! Smart Strike. Smart Strike, huh? Oh! Das ist die Schmalhorn-Attacke, ne? Krass! Ja, aber nur Noctosca kann es lernen. Aber gut, er ist im physischen Bereich auch gut. Ich könnte es doch. Aber dann hat es eine Stahlattacke auch drauf. Für den Pokémon ganz gut. Ja, tun wir Shadow Punch weg. Es wird natürlich Step und dementsprechend etwas stärker, aber komm. Es hat ja schon Spukball drauf, also. Ja. Komm. Wir müssen schon die Attacke haben. Wenn es das einzige ist, was es lernen kann. Also welches die Attacke lernen kann, dann ja. Ja! Sure saver, but where's the fun in it if I can't ride waves?
Ja. Hatolani ist natürlich mehr aufregend, das ist ganz klar. So. Spukball. Crit. Nice. Ambidiffel. Oder? Ambidiffel hieß es so? Ja, ich glaube schon. Nein, Bujelin! Bamelin, Bujelin! Bujelin! Okay, Bujelin. Surface life is hard, but someone's gotta do it. Naja, schon. Auch wieder wahr. Das ist wieder nur für den Wasserstarter, nicht wahr? Frag mich, ob wir den auch bekommen können. Hey, that's huge. Come on, get out of my way and let me do my job. Hat er einen großen was am Haken? Ja, und wahrscheinlich am Ende, wenn ich ihn besiege, sagt er dann, ah, ist mir entwischt. Gyarados, wee. Nicht schlecht. Oh, da kommt es auch schon mit Hydropumpe, aber... ist nur speziell und speziell ist nicht sein Spezialgebiet, sagen wir es mal so. Das ist er schon, was? Er ist auch Spezialangriff, aber trotzdem... Warte, Edle! Och, Mann! Als ob... Ich habe wirklich kaum noch Tränke, ich muss bald wieder einkaufen gehen. So, Zeit für einen Angriff. Wieder mal Antikkraft, weil Wasserattacken sind ja, yes! Aber ob das was bringt, wir wissen ja nicht, wie es jetzt beim Gegner sich auswirkt. Bitte verletze dich mal selbst. Ja! Endlich! Endlich auch mal beim Gegner so. So will ich das sehen. Was? Einmal nur? Oh nee. Auch das noch. Wasserattacken wirken dagegen auch nicht. Schalt es nur stattdessen. Ach Mann. This big boy is pulling really hard. Kriegst du es raus? Just got my hook stuck on the bottom. Oh. Ja, das kann passieren. Calcium. Spezialangriff. Ja. Hat mir zum Glück noch gepasst. Hätte aber schon beinahe die... Ich bin schon beinahe daran gezweifelt. Ich frage mich echt, ob mein Eggnotal X jemals noch sag schon, jemals noch Juwelenkraft lernen könnte. Glaub mal eher ja, nicht daran. Gut. Ein Äther für Antikkraft. Ich lasse erstmal die AP top aus. Also, oder AP plus besser gesagt. Die hebe ich mir dann noch auf, bis das dann das am Moveset wirklich versteht. Weil bei, Eggnotal X, ist es noch ausbaufähig, das Ganze. Auch noch ein Top-Schutz. I won't leave till I catch the biggest fish in this ocean.
Kanta, wirst aber lange da bleiben müssen. Oha. Ich kenne auch aus der dritten Gen. Und Tschüsschen mit Küsschen. Das wär's. So, jetzt steigst du auch auf in die 60er. Patience is all a good fisher requires. Ja, man muss wirklich viel Geduld haben beim Fischen, beim Angeln, das ist ganz klar. Wo geht's jetzt da bitte runter? Achso ja, da war ich schon. Hey you! You thought I was a trainer rated well, you ain't ya? Nein, da war ich noch nicht. Chill out, it's alright, I'm a peaceful surfer actually. You know, when I moved in Eldo from my beloved Alola, I was worried I wouldn't have got work cut out for me here. But I must admit that the sea in this region is no way inferior to the Alolan one. However, I noticed that right now you're not used to surfing out here. I'd like to train one myself and teach its fine art. Is there any chance to trade your Raichu for an Alolan Raichu? Leider nicht, nein. Come again when you have a Raichu for me, girl. Ein Alola Raichu hier nochmal, das wäre nicht schlecht. Weil irgendwie, ich finde es einfach besser. Einen zusätzlichen Typen, wodurch es auch stärker ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das Design mögen wirklich viele Leute nicht. Finde ich schade, weil ich finde es ganz nice. So, was habe ich jetzt hier nochmal bekommen? Ich habe das gerade übersehen. Achso, Floating Stone irgendwas, oder? Ich glaub, oder ovaler Stein. Also nichts Neues. Etwas, was ich schon habe, okay. So, Karate-Fuzzi. Just like the water, I shape my strength depending on my opponent. Okay, Schwarzgurt. Oh, Meistergriff. Na schön. War klar, dass es nicht ganz killen kann. Überraschend aber, dass trotzdem Noctuska schneller ist. Fall 7 times, stand up 8. Also doppelt so oft wieder aufstehen, hä? Oder wie soll ich das verstehen? Oh, den habe ich noch gar nicht. Dabei hat er sich gar nicht bewegt. You're heading to Victory Road. And let me be the wall of water that gets in your way. Gehört wohl auch zu den Prüfern, hä? Oh. Perlu. Clamperl heißt es auf Englisch. Es klingt ein bisschen... Ich weiß nicht. Na schön. Oh. Kommst du auch noch hinzu, hä? Ob jetzt auch noch... Ist es jetzt ein Walreiser oder ist es... Ach nee, Lumineon. So heißt es, oder? Was ein anderes Pokémon. So, Level 61. Nice. Jeez. You punch through every wall that's... ...laps over you? Go free, mate. Ist da was versteckt? Nö. Das ist ein komisches Stückchen Land. Gibt manchmal leider keinen Sinn. So, ich hoffe, ich habe ja alles jetzt durch hier. Also der tauscht ein normales Raichu gegen ein Alola Raichu. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Da wäre auch was für den Wasserstarter, hä? Elegance is everything for swimmers. Also an der Stelle war ich auch noch nicht. Da haben wir wieder ein ziemliches Labyrinth hier. Das ist Saganabis oder Alabis? Weil das andere war... Boah. Weiß ich gerade nicht mehr. Da bin ich auch schon wieder verschwitzt. Aber egal. Weg ist es jedenfalls. We have lost the battle, but... Gurubis and I are graceful, aren't we? What? Wir kriegen ein Item von ihr auch noch dafür? South Sea Update.
Ich habe jetzt auch leider übersprungen, was sie gesagt hätte. Da ist der nächste Angler und ein Item. Also das ist auch wieder Sackgasse, ne? Ja. Ein Tauchball. Für dich bräuchte ich auch einen Äther. Ja, nutzen wir einen Top-Äther. So. Und jetzt du. And slacking off here, you know? Das habe ich auch nicht gesagt. Klaus. Ach, schon wieder das hier. War schon krass, wie man aus einem Köder sowas, Oh nein, auch noch Crit! Crit, 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 Crit! Immer zum falschen Zeitpunkt! Mann, ey! Wie das nervt! Hätte ich dir lieber einen Trank gegeben, aber woher sollte ich denn das auch riechen, dass ich schon wieder, dass schon wieder hier Betrug ins Spiel kommt? Mann, der Fresse, das ist doch wirklich beschissene Bullshit. Schwebe, oder? Nein, zum Glück nicht. So, bitte bleib jetzt auch verwirrt, Freundchen. Oder ich greife trotzdem zuerst an. Keine Ahnung, warum, aber das tue ich jedenfalls. There's a narrow line between fishing and sitting on a beach like a fool. The fishing line. Ich habe, wie gesagt, nicht gesagt, dass du hier einfach nur abhängst. Da hatte ich nicht den Eindruck. Ich weiß, dass du ein Fischer bist. So, bitte jetzt. Noctuska, geh mir nicht wieder down. So, habe ich jetzt hier alles durchsucht? An der Stelle? Geht jetzt nur noch hier nach oben. Ich glaube, ich bin hier an der Stelle fertig. Dann ist es hier lang, ne? Ja. Oh ne, noch nichts in der Stelle. Eine Wasserplatte. Aber dann ist es wieder. Was für ein Xenoverse Pokémon würde man da antreffen? Würde ich so gerne mal rausfinden wollen. Komm jetzt, Lapras. Ah, schade! Es war auch zu schön, um wahr, gewesen, wahr zu sein. So, wenn ich Glück habe, taucht das dann sehr schnell auf, das Vieh. Hä? Ich bin schon an Land und da kommt trotzdem noch ein Garados! Ich bin am Land, Alter! Guckst du das denn an? Kurz bevor ich an Land kam. Oha, da kommst du auch noch. Ach, mir ist das Xenoverse Pokémon lieber. Hä? Oh, wollte Gott sagen. Ach so, hier sind auch wieder spezielle Bären. So. Ach, falscher Knopf. So, falsche Taste, würde ich sagen. Nur mit der F5-Taste kann man das Board aktivieren. Ach, du auch noch. Castellit. Oder? So ist es doch, ne? Das wird wieder länger dauern, was? Ich ahne es. Was für ein Xenoverse Pokémon wäre da wohl? Das finden wir wohl eher nur offscreen heraus, ne? Wahrscheinlich. Okay, Leute. Ja, es hat wieder eine Weile gedauert und ich konnte es immer noch nicht vorfinden. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache mich schlau. Und tatsächlich ist es das hier, was wir schon haben aus dem Xenoverse. Also, ja. Okay.
Passt schon, ne? Dann haben wir ja nichts mehr verloren. Dann machen wir jetzt hier mal hübsch weiter. Aber auch dabei nicht vergessen, den Schutz wieder zu aktivieren. So. Jetzt muss ich aber gucken, wo es jetzt hier weitergeht. Welche Richtung muss ich da jetzt eigentlich? Ich weiß eigentlich weiter nach rechts. Aber trotzdem, das ist ein bisschen komplizierter aufgebaut. Sowas bin ich eigentlich kein Freund, wenn das hier so kompliziert aufgebaut ist. Okay, hier lang, ne? Jawohl. Okay, das sind Wasserfälle, aber die kann ich nicht hinauf. Wir sind also hier bei... Ja, der Siegestraße, wir sind da. If you manage to get here on your own, it means that you're a respectable trainer. Now one last walk is waiting for you, the Victory Road. The path that leads to the highest stars in the sky. Oh Mann. Ich kann es kaum erwarten. Und endlich wieder im Pokémon Center, ja. Und hier werde ich jetzt offscreen mal schön einkaufen. Und dann ab dem nächsten Part werden wir die Siegestraße bestreiten. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wurde, das bestimmt müssen als Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ihr seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush Food Wicket hinein. Mit diesem Part von Let's Play Pokémon Xenoverse. Also, auf Wiedersehen und Tschüss, Leute.